Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu FIFA 13 Online Seasons und wir nehmen heute natürlich mal Arsenal, das hatte ich ja beim letzten Mal schon angekündigt und dann tun wir das doch einfach mal und meine Stimme ist ein wenig, ein kleiner Frosch im Hals und das wird jetzt auf jeden Fall interessant. Am Dienstag hat ja Arsenal ein wenig, ja man könnte sagen, verkackt gegen die Bayern. Bayern war wirklich schon, also ich fand sie ziemlich stark. Es gab nochmal kurzzeitig nach dem 2:1 so ein leichtes Aufbäumen. Aber man muss schon sagen, also das Arsenal, die haben natürlich momentan auch keine gute Form. Sie sind im, ich glaube, FA Cup sind sie auch ausgeschieden. Ach, und wir spielen jetzt hier schön im Regen. Welche Überraschung. Und gegen wen spielen wir denn? Ist es Chelsea? Liverpool. Oh. Das habe ich jetzt, das Trikot habe ich überhaupt nicht erkannt. Das wird auf jeden Fall interessant. Und haben ja auch offensiv auf jeden Fall ein richtig gutes Team. Aber ich denke, oh, da kommen wir schon das erste Mal mit Walcott durch. Walcott legt sich den Ball zu weit vor. Herrlich, das war ja richtig schlecht gemacht. Haben natürlich auch vorne Sturridge und Suarez. Ist einfach top. Aber wir haben eigentlich auch eine ziemlich gute Abwehr. Oh, und der Rückpass war eigentlich ziemlich riskant. Mal schauen, ob er es jetzt über die andere Seite besser hinbekommt. Oh, jetzt habe ich so ein bisschen auf den Namen geachtet und bin mal völlig gerade ausgelaufen. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Aufpassen. Ja, gut, das war die erste Chance für unseren Gegner. Jetzt Kopfballungeheuer Lukas Podolski. Schön jetzt hier von Sanja, der ja, ich glaube, auch kein starkes Spiel gemacht hat. Also ich habe ihn auf jeden Fall eher im Bild gelesen, wenn er mal wieder eine Runde gefoult hat. Jetzt müssen wir hier ganz gehörig aufpassen. Bringt hier den Ball kurz rein, aber abgewehrt. Gucken. Ah, schade. Ich dachte, wir könnten da vielleicht den Pass noch ein bisschen unterbinden. Und hier werden wir so ein bisschen übertölpelt. Wieder Sterling. Aber ich glaube, diesmal war es Gibbs, der da den Ball verteidigt hat. Jetzt, oh, das kann ganz gefährlich werden. Oh nein, oh snap. Da haben wir gerade richtig viel Glück gehabt. Jetzt ist doch da Podolski komplett. Oh, und dann verspringt ihm der Ball. Und er ist auch nicht unbedingt, mit dem ich eine Flanke reinbringen möchte. Jetzt Chamberlain kann hier auch sich den Ball nicht erobern. Dafür aber Santi Cazorla. Vielleicht mal Lukas Podolski. Nein, oder schieß, schieß. Heide Witzka, da war aber ordentlich was los im Strafraum. Jetzt nochmal Ateta. Hat eigentlich auch einen guten Schuss. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob er links oder rechts Fuß ist. Ja, das nenne ich mal einen Longshot. Völlig weit am Tor vorbei. Damit spielt er den Ball relativ kurz und das ist eigentlich immer ein Fehler. Jetzt Oxlade-Chamberlain ist da zu langsam. Oh, dafür aber jetzt Santi Cazorla. Dreht sich hier wunderbar und wenn er den Ball jetzt hoch... Ah, schade, da ist er mit Reyna kurz ein bisschen zu weit rausgegangen. Das müssen wir natürlich wieder aufpassen, denn Sturridge ist auch verdammt flink. Jetzt Theo Walcott. Schöner Doppelpass, der hier aber, ich glaube Podolski war es. Der hat da natürlich nicht so die guten Werte im Punkto Passspiel. Und wieso ich den Ball jetzt hier gerade verliere, weiß ich auch nicht. Oh, wenn er den Ball jetzt reinbringt. Trosse Enrique! Oh, schön ans Außennetz. Podolski, na, schafft das gegen Aga? Nee. Und, ah, nicht aufgepasst. Na, geht er da noch ran? Ja. Gucken, wo er den Ball hinwirft. Kommt da noch einer von uns? Nee, zu spät. Oh, das war schlecht. Komm schon. Da braucht er drei kalte Winter, bis er mal den Ball spielen. Also das war auch wieder nichts. Jetzt schön von Koscielny. Jetzt bring doch den Ball mal dahin. Oh, jetzt haben wir vielleicht eine Chance. Mit Walcott.
Und er hat auch eigentlich aus der kurzen Distanz. Ah, schade, da war es vielleicht sogar ganz gut von ihm, dass er den Torwart rausgeholt hat. Hat er den Winkel natürlich ein bisschen kleiner gemacht. Der kann doch jetzt nicht mit Suarez hier durchkommen. Boah, da vernascht er uns aber unglaublich. Und dann ist es letztlich ein Haken zu viel. Gucken, Oxlade-Chamberlain. Ah. Also das ist wieder nichts Ganzes und nichts Halbes hier gerade. Aber von beiden Teams, also so richtig Bombenchancen gab es jetzt noch nicht, die man auf jeden Fall hätte machen müssen. Spielt er wahrscheinlich einfach wieder in die Mitte. So, und Podolski ist doch... Nee, den, das war eigentlich, wollte ich auf Oxlade-Chamberlain spielen. Jetzt ist die Kontermöglichkeit vorbei. Glenn Johnson. Oh, Ballverlust, schade. Sind wir so ein bisschen wieder gefragt? Nein, oh, das gibt es nicht. Wieso bin ich heute so unkonzentriert? Mensch, Mensch, Mensch. Komm schon, geh doch mal da ran. Dankeschön. Das war ein Foul, aber der Schiedsrichter sagt, er sagt Vorteil. Ja, und so bekommen wir hier ein flüssiges Fußballspiel. Ja, traumhafter Pass. Wow, und da setzt er wieder sein Torwart ein. Das hätte aber gut und gerne auch ins Auge gehen können. Jetzt Coutinho. Na, komm schon. Das wäre jetzt auch ziemlich nicer Pass gewesen. Da hat man unten links schon den Referee gesehen. Oder den Linienrichter, wie er die Fahne geschwenkt hat. Das wäre mega... Abseits gewesen. Oh, und für wen gibt es jetzt hier Geld? Für Aga? Nein, für Gerard. Habe ich gar nicht wirklich mitbekommen. Was hat er denn da gemacht? Ja, das ist auf jeden Fall eine gelbe Karte, würde ich mal sagen. Jetzt ist da unten. Komm schon, wenn wir den Ball hier wieder rüberbringen. Komm schon! Jawohl! Das ist doch mal super vollendet. Nochmal in der Wiederholung. Zack. Ist jetzt nichts Besonderes, das war einfach das Problem, dass er sein Torwart da zu früh rausgeholt hat und dann stand das Tor eben leer. Jetzt nochmal Oxlade-Chamberlain. Ach, komm schon! Ja, schön, aber das ist doch kein Grund, das jetzt abzupfeifen. Der kann auch später rot geben. Na toll, jetzt wurde uns ein Tor verwehrt. Das kennen wir, die Mauer geht einen Schritt nach vorne. Ja. Es nicht bemerkt zu haben. Aber zumindest ist jetzt fehlt bei ihm ein Innenverteidiger. Das ist auf jeden Fall auch mal was Positives. Versucht das natürlich extrem cheesy. Aber es hat natürlich auch das Problem, dass wir hier ziemlich schnelle Außenleute haben. Das kann auf jeden Fall zum Problem werden, wenn er dann nur mit zwei Leuten spielt da hinten. Also letztlich drei. Der wird ja keine Dreierabwehr haben. Ja, ziemlich... Also man muss sagen, ziemlich behindert, dass wir hier nicht 2-0 führen. Also ich hätte es lieber 2-0 und keine rote Karte für den Gegner. Aber nur gut, können wir letztlich nicht ändern. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er das Spiel beendet oder was er jetzt macht. Ich denke mal, er wird jetzt einfach seine Aufstellung umstellen, sodass er irgendjemanden aus dem Mittelfeld rausnimmt. Gehe ich mal von aus. Weiß auch gar nicht, wen Liverpool noch so an guten Innenverteidigern auf der Ersatzbank hat. Bin ich jetzt auch so ein bisschen überfragt. So, Hans Franz. Oh, er hat nicht gewechselt. So ein bisschen überraschend. Ah, zu spät den Ball gespielt. Und jetzt haben wir ein ganz, ganz großes Problem, wenn unser Torwart nicht rechtzeitig da ist. Oh! Komm schon, spiel den Ball weg. Perfekt. Ah, und diese ungenauen Passspiele oder Abspiele. Das ist nicht sonderlich... Wow, was ist denn hier los? Halleluja, Koscielny sichert da wieder alles. Und da wird selbst Theo Walcott nicht mehr rankommen. Aber wenigstens haben wir dann nochmal hier einen Eckball. Eckball sage ich schon. Was ist denn heute hier wieder los? Ein Einwurf. Könnte sich eine Chance entwickeln. Und jetzt
Nein, er hat zu viel gedaddelt. Oh, und jetzt auf der Außenbahn. Komm schon, und wieder ist da Koscielny. Ja, das ist, bei Barcelona war es das letzte Mal Pujol, der wirklich hervorragend hinten gespielt hat. Und diesmal ist es Koscielny. Jawohl, schön den Ball abgegrätscht. Und wieder mal der ungenaue Pass. Na, kommen wir da jetzt... Nee, spielt er den Ball schön durch die Mitte. Und das kann auch gefährlich werden, weil er hat in der Offensive einfach richtig, richtig gute Spieler. Aber nun müssen wir dann einfach mal das bestrafen, dass sie nur noch zu 10 sind. Jetzt kommt schon Podolski. Ah, zu weit außen der Ball. Glenn Johnson. Schön Oxlade-Chamberlain. Top. Ja, so kann es weitergehen. Walcott. Ah, kommt da nicht ganz an den Ball. Jetzt wieder Storage. Oh, traumhafter Pass auf Suarez. Vielleicht kommt Vermeulen. Ah, jetzt spielt er ganz cheesy rüber. Jawoll! Ich glaube, schon das erste Mal geprüft, unser Torwart. Das hätte auch gut und gerne ins Auge gehen können. Und dann hätte es anstatt 2-1 1-1 gestanden. So, jetzt den Ball cheesy rüberspielen zu Walcott. Der muss doch da mal schneller sein, das gibt's doch nicht. Jetzt kommt schon Poldi, Kopfball! Nein! Oh Mann. Da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Stark gemacht. So, kommt schon Walcott. Nein, das sind keine Egoisten, sie helfen ihm. Er grätscht ihn an. Jetzt zurückspielen auf Santi Cazorla. Und der verzieht den Ball komplett. Das wird den Passgeber an dieser Stelle mit Sicherheit ärgern. Das war eine super... Jawohl, Walcott. Oh, nein, Poldi! Nein! Ja, das war sowieso abseits, glaube ich. Ätzend. Ah, diesmal behält er den Ball. Na, doch nicht wirklich. Ah, könnte aber auch keinen richtigen Vorteil draus ziehen. Und wieder mal abseits. Und was macht er denn da jetzt? Alter Schwede, ist das schlecht. Wow, das war doch schon wieder irgendein komplett korruptes Foul. Was macht der denn da immer? So, nehmen wir einfach mal Pollys pure Kraft. Nehmen jetzt nochmal wechseln. Ach, der Ball geht komplett daneben. Aber vielleicht nochmal der Nachschuss mit seinem schwachen Rechten. Es gibt nur Abstoß. Oh, dann prallt der Ball ganz, ganz bitter ab. Jetzt kommt er hier wieder mit Storage. Oh, jetzt wird es ganz, ganz haarig. Sitzt er noch Johnson? Jawohl. Komm schon. Nein. Und weil es nass ist, bremst der Ball noch so eklatant ab. Und wie kann der Pass denn durchkommen? Wow. Haben wir mal Glück gehabt. Und da ärgert sich natürlich vor allem der Pass. So, auf ein neues Podolski gegen einen Verteidiger. Oh, und da hat er das... Naja, es war zumindest... Ich würde mal spontan sagen, es war ein Unentschieden. Und ich weiß nicht, was mit unserem First Touch ist hier die ganze Zeit. Dass der Ball immer so mega abprallt. Sondern auch die Einzelspieler. So zum Beispiel. Souveränen Eindruck. Ja, wo geht er denn hin, der Ball? Nach diesem suboptimalen Pass von Steven Gerrard. Aus. Und nun Lukas Podolski. Ah, das wird doch wieder abseits sein. Ja. Einfach zu langsam den Ball gespielt. Glenn Johnson. Steven Gerrard am Ball. Oh, jetzt wieder ganz gefährlich. Suarez! Koscielny! Geht auch mal jemand dazwischen. Wow, wo geht der Ball denn hin? Den Ball aber überraschenderweise immer noch jetzt, aber Santi Cazorla. Podolski. Und jetzt ganz cheesy. Das tut mir dann auch nicht leid, wenn er seinen Torwart rausholt. Oh, dann steht es 2:0, 82. Minute. Ich muss auch zugeben, ich war ein wenig überrascht, dass der Torwart auf einmal vor mir stand. Da war es schon ziemlich zu spät zu schießen. Und da kann man auch gut und gerne mal Pech haben und der Torwart blockt den noch irgendwie. Denn ein richtiges Handspiel gibt es ja auch nicht in dem Spiel. Also gibt's schon, ist aber bei Online-Modi, glaube ich, ausgeschaltet.
Und was war das jetzt hier für ein Zaubertrick? Oh, jetzt Sturridge. Wow. Wieder mal Arsenal im Glück. Und Wilshere. Und jetzt ist wieder Podolski durch. Ah, genau. Da wäre es wieder gewesen, hätte man einfach gespielt. Dann macht man das. So, Gretchen können wir auch. Ach, der geht doch. Oh, das. Ja. Und da versucht er selber Cheesy zu spielen, den Ball rüber zu passen. Aber das wird nichts. So, auf ein neues. Gewinnt Poldi mal ein Kopfballduell. Naja, sah wieder eher nach einem Unentschieden aus. Santi Casola. Jetzt nochmal vielleicht der letzte Angriff über Sterling gegen Gibbs. Oh nein, das gibt's doch nicht. Und da ist Gibbs gerade hingefallen. Ich hatte das Duell gegen Sterling eben noch so ein bisschen weiterverfolgt im Augenwinkel. Das ist aber eben ziemlich komisch aus. Nun gut, ich denke mal, das war's. Ich meine, es steht 2-0. Jetzt vielleicht nochmal Poldi. Rüber auf Walcott. Der kann den Ball wieder nicht im Tor unterbringen. Okay, er ist jetzt auch nicht so der mit dem großen Finishing etc. Nun gut, der nächste Sieg. 2-0. Gegen Liverpool mit Arsenal. Und das ist doch auf jeden Fall nicht schlecht. Das sind die nächsten 3 Punkte. Momentan sieht es ja, glaube ich, so aus. 3 Spiele, 6 Punkte. Und dann fehlen uns, glaube ich, noch 10. Das ist auf jeden Fall möglich. Jetzt würde ich den Gegner auch gerne bitten, hier weiterzudrücken. Nun gut, kann man nicht ändern. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Haut rein